Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hitman 2. Wir sind hier jetzt vor unserer Abschlussprüfung mit einer schönen Simulation aus einer Mission, die damals vor 1997 gewesen ist. Frage, wie ich hier agieren muss, kann und soll. Wir haben hier etwas. Kann ich da was machen? Licht abdrehen? Nee, nicht. Nicht Licht aus. Ah, nee. Hey, let go. I'm gonna bring you down, pal. Open up. Okay, das war nicht so. Erneut spielen. Okay. Just born. The final test. Good. First things first. We need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Yeah. Nee, nicht so. Mal hier hin, wir lauschen. Ah, ist ein Hammer. Hm. Frage. Wird, glaube ich, besser sein. So, Mission F1 verfolgen. Das haben wir schon gelesen. So. Klimmen. Nee, nee. Tun wir nichts erklimmen. Gibt's hier nichts, was sich irgendwie nicht machen lässt? Irgendwie merkwürdig. Wenn nichts irgendwie die Möglichkeit besteht. Gehen wir nochmal, was ist hier? Nichts. Tot? Okay. Alright, you there? Okay, das funktioniert auch nicht so. Cargo Fancy Combat Move. Oh my god. Hey idiot, drop the firearm. That means no. Yeah, look at him. Stop right there. Hands in the air, nice and slow. There's a crazy rumble going down. Yeah. Bin ja gar nicht mal da, Mann. Okay. Und das? Okay, Trainingskleidung.
Oh, okay. Bisschen sehr explosiv gewesen. Okay. Da muss ich ja wirklich mich ein bisschen anstrengen. First things first. We need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Kann ich da über den Zaun? Nein. Wow, eigentlich doch, ne? Okay. Sorry, Mission verfügbar. Ja, ihr wisst's. Die Frage. Ich den eliminieren kann ohne irgendetwas. Ausschalten. Wir ziehen uns an. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, initiate. So gehört sich's. Mit mir. Treten. So, wie war das noch mit dem Ablegen? Da habe ich jetzt noch nicht das Hirn dafür gehabt, dass ich das jetzt mir merke. Ja, laufen wir mal runter, kann man Instinkt nachladen, Waffe präzise Handzungen, Objekte ablegen, Inventar, Objektplatzierung, nächste Mal auf Ziel markieren. Verstecken. Deckung, Körper weg. Schleifen, Objekt benutzen, Verkleidung nehmen, laufen, ziehen, schießen, nachladen, Instinkt, Shooterkamera, Waffe wegstecken. Ha, war das. Okay. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Okay. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Sehr schön. So, jetzt werden wir das ein bisschen manipulieren, dieses kleine hübsche Flugzeuglein. Wahrscheinlich von der anderen Seite kommen. Right, now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. And now, to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Okay, da werden wir aber noch was anderes machen. Ich glaube, das ist geschickter, wenn ich mir wieder die Verkleidung anziehe. Geht besser. Sollten wir nach oben gehen. Schauen wir mal. Oh, hinausbegleitet. Sie wurden in einer für sie verbotene Zone aufgegriffen, dass sie der Wachmann nicht als Bedrohung einstuft. Begleitet er sie lediglich aus der Zone. Tun sie, was er sagt, Ärger vermeiden. Hey, you! You're off limits! And sorry. We're all clear, sir. Enjoy the rest of your day. Thanks. Wirklich damit der Mechaniker-Ding? Oh, okay. Also sie kann darauf gehen mit der Verkleidung. Mr. Mechanic, what's up? Ja. Darf ich? Ja.
Jesper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? Sure, man. I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. So this are way, we please. Doing this or what? He does prattle on, you, doesn't he? Grease monkey. Anyway, you're almost there, Initiate. Unbelievable. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Sehr schön. Kann ich hier? Ja, kann ich hier runter. Sehr gut. I think you lost him. Better double back and fetch him again. Ah, okay. Ah, ich muss ihn dazu bringen, diese Kacke zu reden. Ah, zu lesen. Kann ich das machen? Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Whoa, hey. Good day to you, sir. You know, I have a mitt. You might want a couple of them. Na komm. Könnt ihr auch da runterstoßen und einfach schauen. Hey, nice threads, buddy. Jesper, kommen Sie. Ich will Ihnen diesen wundervollen Jet zeigen. Ich hoffe, Sie haben einen Flug gebucht. Ohne Wiederkehr. Kann ich den einfach so? Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. all right. Yeah. See. Oh, ja, schafft es. One step at a time. Ausgang. Step one. Strap yourself in. In. Step two, locate the ejector seat handle. Jetzt wird's lustig. Yes, I found it. Step three, pull the ejector seat handle. Und tschüss. Right. Here it goes. Pull. They would use a functioning jet. Good thing you didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Eliminiert. Excellent work, Initiate. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Ja. Wir diesen Ausgang gleich. You know that guy who flew in from Moscow? He flew in from Moscow. Gibt's noch für einen Ausgang? Eh nur den, glaube ich. Well, chi. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Ja, war grandios. Muss da wirklich die Umgebung sehr stark nutzen. Sehr schön. 8000. 4 Sterne habe ich sogar bekommen. Schachmatt. Einige Missionen abzuschließen ist
nur der Anfang. Sie sollten mehr als einmal gespielt werden. Es gibt vielfältige Handlungsstränge zu entdecken, Charaktere kennenzulernen und Freischaltungen zu erhalten. Um die Story von Abschlussprüfungen im Großen und Ganzen zu verstehen, empfehlen wir dir, dass sie die folgenden Story-Missionen abschließt. Schachmatt. Ja, wir werden das Schachmatt. Möchten Sie wirklich die Mission neu planen? Nein. Nein, wir machen das anders. Wir machen jetzt einmal einen Durchzug und werden das dann, wenn das wirklich schnell ist. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. I've felt the cost. That's what defines me. Okay, was ich noch zu Ende sagen will, ist, dass wir das zuerst einmal durchspielen auf eine Art und dann werden wir schauen, dass wir noch die anderen Arten natürlich durchspielen. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Ja, wenn es relativ schnell ist, dann können wir das natürlich auch nachher dann anknüpfen. Ich werde auch, sofern die Reaktionen gut sind und sehr höchst positiv bewertet worden ist, sehr viel angeklickt und geschaut und geliked, werde ich auch den ersten Teil noch nachholen natürlich, damit wir auch pünktlichst im Frühjahr nächsten Jahres, sofern es dabei bleibt, den dritten Teil natürlich anzocken können und somit die Story dann abschließen. Und wir werden hier jetzt auch wieder zum Ende kommen. Ja, ich weiß, ein bisschen frühzeitig jetzt momentan. Aber ich möchte für euch natürlich das neue Mission dann gleich anfangen mit dem nächsten Teil. Und ich sage einmal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid sofern jetzt noch ein bisschen entertained, sage ich einmal. Und wir werden natürlich das Ganze steigern müssen. Ja, ist ja klar. Und ja. Liken, Kommentar, Abo und natürlich die Glocke nicht vergessen. Danke fürs Zusehen, euer Daddyx. Ciao!
random event.